Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bundle-Test. Wenn ihr euch wundert, warum die Kamera viel unschärfer ist als sonst, das ist die alte Kamera, die neue macht im Moment ein paar Zicken bzw. die Software. Deswegen das alte Bild, ein bisschen unscharf, aber dafür ist der Ton hoffentlich gut. So, warum sind wir hier? Wir machen einen Kurz-Bundle-Test von einem Pick-and-Mix-Bundle. Und zwar kam die neue Platinum Collection heute bei Fanatic raus. Echt? Wow. Wir machen das wie in letzter Zeit immer live. Und der Ravenger meinte gerade, er fand die Platinum Collection gut. Ich fand sie nicht gut. Gut, ich meine, sie ist nicht ganz so teuer. Es sind halt eben im Schnitt etwas, also 3,30 Euro pro Spiel. Aber ich habe jetzt nichts gefunden, was ich davon unbedingt haben wollte, bis auf ein Spiel, was ich schon hatte, wo ich sagen kann, das muss man auch wirklich haben. Das habe ich auch schon empfohlen. Aber es gibt da verschiedene Ansätze und verschiedene Meinungen und deswegen gucken wir es uns mal ganz neutral an. Ich hatte auch noch nicht so viel Zeit, mir es wirklich genau anzuschauen. Also schalten wir ganz kurz mal rum. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Das klappt. Super. Also, wir fangen an mit Souls Dice, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, wir machen das wirklich mal, dass wir es ganz so groß auf Steam machen. Erkunde eine dunkle Welt voller Geheimnisse, meistere ein abwechslungsreiches Kampfsystem und bändige die Kräfte der zwei Schwestern in einer Coming-of-Age-Fantasy-Geschichte mit rasanter Action, fiesen Gegnern und atemberaubenden Bosskämpfen. Ja, also Souls Dice. Weiß gar nicht, warum ich da jetzt erstmal gesagt habe, ach du, brauche ich nicht. Ach, das sieht nämlich wirklich gut aus. Hack and Slash, Schaukampf. Ja gut, das ist jetzt kein Gameplay, oder? Wie gesagt, bei dem Pick and Mix haben wir also ein, zeig mal ein bisschen Gameplay, bitte. So, kann man eigentlich haben. Okay, eventuell war ich einfach nur zu gestresst. Okay, das sieht eigentlich schon ganz geil aus. Weiß nicht genau, warum ich jetzt so abgeneigt war, aber vielleicht versuche ich es mal hier hinzuzufügen. Okay. Achso, dann das Übliche. Ja, es ist Sprachen haben wir. So, Deutsch, Oberfläche, Untertitel und englische Sprachausgabe, das passt also ganz genau. Und ist ähnlich wie Nier Automata und da habe ich so lange gewartet, bis ich es mir günstig gekauft habe, aber ich wollte es unbedingt haben. Also, vielleicht kriegt das Bundle mich doch noch. Kostet normalerweise 40 Euro, hier jetzt nur noch 24, ist aber trotzdem ein Schnäppchen in diesem Bundle, und weil es da im Schnitt ja nur 3 Euro irgendwas kostet. So. Dann, nächstes. Vielleicht jetzt bei dem Test überzeugt mich das Bundle doch noch. Tales of Iron. Mein Leben lang, das wird Iron gesprochen, aber es ist Iron. Also genau umgekehrt, wie es da steht. Also wir müssen es eigentlich Ion schreiben, aber egal. Gucken wir doch mal. Ja. Also ich eben gesagt habe, da gibt es nur ein Spiel, was ich unbedingt empfehlen kann, hat der Ravenger auch gleich mal geschrieben. Er weiß, was ich meine. Ist nicht seins, aber ihr werdet auch gleich sehen, was ich meine. Genau. Tales of Iron. Episches RPG-Abenteuer mit gnadenlosen Kampfsystem. Ja, da haben wir wieder ein 2D-Souls-like. Es gibt kein 2D-Souls-like. Erkunde als Reggie, Hohenerbe des Rattenreichs, die trügerische, bezaubernde Welt und erobere dein Königreich zurück. Vertreibe gemeinsam mit deinen tapferen Gefährten den grausamen Froschclan. Gefällt mir von der Grafik recht gut, aber es hat halt wirklich schwere, schwere Bosskämpfe, sieht man hier schon. Ist jetzt wirklich nichts, also innerhalb eines Bundles
wäre das für mich jetzt kein Grund, das Bundle nicht zu kaufen und auch kein Grund, das Bundle zu kaufen, sonst würde ich es so mitnehmen. Wenn ich mir aber in einem Pick-and-Mix-Spiel aussuchen kann, ist es für mich jetzt nicht dabei. Ist aber mit 25 Euro normalerweise hier dann für 3 Euro irgendwas wirklich günstig, auch wenn es jetzt für 7,50 Euro im Sale ist. Es ist sehr positiv bewertet und ich, ja, und der Revenger hat es auch schon. Ne? Ja, genau. So. Gut, also das hat mich jetzt nicht überzeugt, auch wenn ich es noch nicht hatte. Machen wir mal das nächste. Garden Story. Erstmal gucken, was haben wir da? Nur Englisch. Embark in Wholesome Adventure to Save the Groove. Grove? Sumpf? Was ist Grove? Nochmal schnell, ja. Forage resources, combat the invasive rot and restore the community. Relax, enjoy the fruits of your labor in this charming action RPG. Starting a grape. Starring a grape. Achso, ich bin eine Traube. Eigentlich. Ne? Aber nur Englisch. Ist das... Nee, das ist nicht von denen. Das erinnert mich auch ein bisschen an Turnip Boy. Nein. Okay, also ein Wäldchen. Oder sowas, ja. Auf jeden Fall Feuchtbiotop so ein bisschen. Gott, ich werde so wahnsinnig, wenn ich die unscharfe Kamera sehe. Das, der Unterschied ist total krass. Ja, Garden Story. Lass ich mal offen. Denke ich noch drüber nach. Eigentlich schon schön. Ich brauche ja 3. Das wird so das Füllding, wenn ich keine 3 finde. Mhm. Nächstes. Durant's Blessing. Aha. So. Taktisches Rollenspiel. Mhm. Roguelike-Strategie. Nicht Roguelite, oder? Steht Roguelite auch noch dabei irgendwie? Ja. Also vielleicht schon. Was für ein Paradies Tiberia doch geworden ist. Es gibt keinen Krieg, kein Leid und keinen Tod. So. Weil nahezu alle Bewohner bereits vom Tyrannen in Untote verwandelt wurden. Achso. Befehle die letzten lebenden Krieger in taktischen, rundbasierten Kämpfen und treibe die Totenarmee zurück. Mhm. Normalerweise 19,50 Euro. Sprachen haben wir alles, was wir brauchen. Viele blaue Haken, keine Tonausgabe. Die Titelheldin sieht auf dem Bild sogar recht sexy aus. Vielleicht nicht ganz so in dem Spiel selbst. Gott Hilfe, ich wohne auf dem Dorf, man hört es manchmal. Ich bin hergezogen. So. Ja, Talent Blessing. Lass ich mal offen. Ja. Ich guck mal gerade. Blessing. Das hat sich der Revenger nicht geschnappt. Oder ich sehe es mal wieder nicht. So, gut. Tja, alte Stalker-Methoden von mir. Mhm. Floppy Knight. Okay. Hier kommen die Floppy Knights. Von Disketten herbeigerufene Projektionen. In diesem taktischen Kartenspiel treten Phoebe und Carlton, eine Erfinderin und ihr Roboterfreund, in rundenbasierten Kämpfen an. Rekrutiere Ritter, optimiere dein Deck und erringe mit deiner ausgefeilten Strategie irgendwas. Ist auch wieder stark im Sale und kostet sonst 16,79 Euro. Der Revenger hat es entweder schon gehabt oder gekauft. Sprachen, was siehst du? Ja, sieht gut aus. Mann, ja, vielleicht... Vielleicht habe ich das doch ein bisschen falsch bewertet. Ich muss da echt nochmal drüber schauen. Das ist auch schön eigentlich. Deckbuilding geht so, aber naja, ich muss kurz mal was trinken, weil... Okay, ja. Gut. Nächstes. Battle Axe. Das war, glaube ich, eins, wo ich auch noch dachte, könnte man doch drüber nachkommen, gucken, denken.
denken. Ich habe auch heute so ein bisschen Atemprobleme. Ich habe so ein kleines bisschen eine schwache Version von Long-Covid. Das heißt, ich habe manchmal Atemnot ohne größeren Grund. Das sieht ja irgendwie schon geil aus. Es ist aber ein Arcade-Spiel. Bin ich nicht so gut drin und da verliere ich mich ganz schnell in dem Rumklicksen. Ist nichts für mich, aber ich finde, es sieht wirklich gut aus. Aber es ist auch nichts für jedermann, weil ausgeglichen. Macht mich jetzt so im Moment gar nicht an. Kostet auch normalerweise noch 27 Euro, ist aber auch böse im Sale. Und Oberfläche haben wir Deutsch. Also vieles an der Grafik gefällt mir wirklich gut. Aber es ist halt Arcade und diese Arcade-Spiele, die kann ich nicht so furchtbar gut. Das wäre für mich ja so, trotz vieler schöner Effekte, nicht wirklich das, was ich jetzt haben will. Das schaltet mal erstmal aus, auch wenn es eigentlich ein schönes Spiel ist. Doch ich möchte noch wissen, warum es nur ausgeglichen ist. Das sehen wir hier unten. Ja, Pixelkreis. Ja, ist er gut, ist er gut. Es ist nur sehr, 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 sehr grundlegend. Oh ja, und dann keine Continuous. Okay. Das ist jetzt wirklich seltsam. Ach, alles klar. Also Arcade mit einigen wichtigen Mankos. Nee, dann schaltet es für mich in jeder Hinsicht aus. Das hört sich nach Frust an. Necro Bouncer. Ja, das Necro, die Necro-Thematik interessiert mich grundsätzlich immer ganz, ja. Das Grün ist auch schön, aber es ist mir von der Grafik her tatsächlich für das Thema zu simpel. Moment. Happy Hour ist da, Vertreiber als Necro Bouncer. Also Bouncer ist ja ein Türsteher, genau. Rübelhafte Gäste in einem Rogue-like-Abenteuer aus dem Nachtclub-Dungeon. Erwecke die Toten zum Leben, entdecke hunderte Relikte, verbanne Feinde und verschlinge ihre Kräfte. Es ist eine verdammt gute Zeit. Klingt echt klasse. Du hast es mitgenommen. Wir haben englische Sprachausgabe, aber sonst auch alles. Bosskämpfe. Lustige Idee will ich nicht haben. Ne? Kann ich nicht von ab... Ah, Moment, warte. Ich habe doch was ganz Wichtiges vergessen, oder? Kostet normalerweise... Das ist minimal im Sale. Also kostet mal 14 Euro, jetzt 11. Naja, gut. Gut, so. Ja, jetzt kommt das Spiel, von dem wir alle gesprochen haben. Da habe ich auch ein extra... ein angezockt und... Let's Test oder Spielempfehlung, genau, Wallworld. Ich habe es auch tatsächlich, weil ich mich wieder auf Vampire Survivors konzentriert habe, nicht mehr weitergespielt, weil das wird irgendwann auch ein bisschen unangenehm. Aber trotzdem kann ich es noch empfehlen. Vor allen Dingen, was ich jetzt doof finde, dass es in diesem Bundle drin ist, weil, naja, es kostet 3,99. Das heißt, es ist nicht reduziert. Ja. Vielleicht, wenn ihr noch mehr Spiele holt, dann kann man sagen, ja, dann ist es ein bisschen Rabatt. Pack und ist überhaupt nicht meins. Welches? Vergiss es. Ah, das ist völlig falsch. Erstens mal ist es nicht schwer. Es ist grindy. Grindy ist doch okay. Tower Defense ist völliger Blödsinn. Ich habe keine Ahnung, wie die auf Tower Defense kommen. Es ist nichts, auch nur ansatzweise. Erstens mal, du kommst nur voran und niemals zurück. Es ist in der Hinsicht sehr Rogue-like-ig. Es hat eine ähnliche Struktur wie Vampire Survivors. Das heißt, du spielst immer einzelne Runden, die du erstmal gar nicht gewinnen kannst. Du bist am Ende immer tot, aber in diesen Runden sammelst du für deinen Fortschritt. Und den musst du immer weiterführen und einige Sachen, die du während diesen Sachen, diesen Runs findest, nicht nur ein Upgrade, sondern manche Sachen bleiben einfach, also Gegenstände, weil die sind jedes Mal neu, Gegenstände bleiben sogar für immer.
was wäre zu viel Spoiler? Und nee, also es ist auch in dem Sinne nicht schwer. Nee, aber wie gesagt, beides stimmt nicht wirklich. Also schwer, vielleicht ist es das Spiel zu schaffen, schwer. Aber daran lange, lange Zeit Spaß zu haben und immer weiterzukommen, ist es nicht. Nur, ich muss ehrlich sagen, ich würde es nicht in diesem Bundle kaufen, weil außer du hast noch einen Platz übrig, weil der Rabatt ist lächerlich. Es ist ein Billigspiel. Es ist ein Spiel, was normalerweise 5 Euro kostet und im Moment 4. Ich habe es mir einfach so gekauft und ich muss sagen, ne? Also wie gesagt, du, um das mal ganz kurz zu erklären, du gehst mit deiner Spinne die Wand entlang, sammelst, wie bei Domekeeper, falls das jemand kennt, sammelst Rohstoff und createst damit deine Spinne auf. Während der gesamten Zeit sammelst du aber auch Punkte für jeden zerstörten Block. Außerdem gibt es noch Erweiterungen, die du finden kannst, die auch nur für diese Runde gelten, grundsätzlich. Die Runde geht so lange, bis der dritte Boss kommt. Das heißt also manchmal auch bis zum ersten Boss, der kann dich töten. Es kann dich alles töten, aber der dritte Boss tötet dich auf jeden Fall. Und es gibt halt eben besondere Relikte, die musst du, glaube ich, 3-mal oder 5-mal sammeln, 5-mal finden in einem der Runs. Und wenn du die hast, dann kannst du das Spiel auch zu Ende bringen. Und bis dahin gradest du immer wieder ab, weil mit den Punkten kannst du dauerhafte Add-ons dir schnappen und der Rest ist erkunden, erkunden, erkunden. Also das Spiel ist toll und Tower Defense und schwer ist Quatsch. Es stimmt einfach nicht. So, muss ich gerade unbedingt so sagen, weil, nee, wenn das nicht stimmt, dann muss man da auch was gegen sagen. Die Texte sind ja irgendwie Tower Defense. Es ist kein Tower Defense, um Gottes Willen. Naja, gut, egal. Es steht sogar hier, es ist Quatsch. Ich hab's sehr, sehr gerne gespielt, hab dann aber, wie gesagt, wieder Vampire Survivors mehr gespielt. Und ist jetzt so ein bisschen aus dem Blick verloren, weil der einfache, der leichte Anfang so ein bisschen, es wird dann irgendwann sehr grindy und da war ich momentan zeitlich nicht so, aber es ist toll. So, Beyond the Long Night. Gucken wir doch mal. Boah, Hilfe, ich sollte Werbung machen. Bin so richtig, aber ich mag das Spiel wirklich. Erkunde eine wundersame Untergrundwelt und entkomme einer seltsamen, verderbenden Kraft in diesem charmanten Twin Stick. Action Roguelike, freunde dich mit reizenden Charakteren an, besiege Feinde mit verrückten Fähigkeiten und löse das Geheimnis eines Königreichs. Okay. Ja. Ich habe in Kommentaren, ich weiß nicht, ob es die Tina war, aber irgendeiner meiner weiblichen Stammzuschauer, also auf YouTube, haben mir geschrieben, dass sie mit dem Anschauen von Bundles inzwischen wirklich warten, bis mein Test kommt, weil sie es dann einfach besser beurteilen können. Hat mich sehr stolz gemacht. Da habe ich echt Gänsehaut gehabt. Das fand ich also wirklich so ein Impact. Das wünscht man sich doch. Also ich stehe da total drauf. Ich finde das sehr toll. Ja, genau. Und ich meine, ich mache ja hier keine Hexerei, aber ja, vielleicht ist es immer gut, wenn man noch eine zweite Meinung hat. So, 17,49 Euro. Jawohl, ja. Was ist es? Es ist ein Rogue-like. Ein Action-Rogue-like. Es sieht sehr stressig aus. Ich würde sagen, kann sehr gut sein. Hallo Katze. Hätte ich jetzt die rote Cam, würde ich dich gerade mal filmen, aber so geht es nicht. Damit ihr mal seht, was die so alles macht. Aber das machen wir dann nächste Woche. Ich glaube, da kriege ich beide Kameras zum Laufen. So, Preis haben wir schon gesagt. Ja, ist ein bisschen, ja, 11,70 Euro, genau. Ja, also wie gesagt, nichts für mich, aber vielleicht gut. So. Gut, nächstes. Camp Canyonwood. Early Access, entspannend, handgezeichnet, größtenteils positiv. Die sind alle so durchwachsen bewertet. Building, gucken wir gerade, ja, dachte ich mir komplett Englisch. Build and manage a struggling campground to restore its former glory. Okay, du musst so eine Art... Ich glaube, das ist kein,
keine Campingplatz, sondern ein Ferienlager, musst du auch zu alter Größe aufbauen und zu alten Glorie. Oh, das ist ja schon geil. Was ist überholt? Ja, richtig, richtig. Ja, nur bei den Pick and Mix, da bin ich manchmal zu picky, ganz ehrlich. Ne? Weil dann lasse ich auch manchmal einfach liegen, wenn nichts wirklich dabei ist, wo ich sage, ja, das will ich aber dann wirklich unbedingt. Oh, aber das da gefällt mir. Irgendwie gefällt mir das. Oh, das will ich haben. Komm, das machen wir auch mal als sicher dazu. Zack. Sind wir? Ne, da sind wir nicht. Wir sind hier. Da sind wir. Genau, 16 Euro oder knappe 17 Euro kostet sonst jetzt mal 12,50 €. Genau. So, das, ja, das will ich, glaube ich, haben. Gut. Nächstes, wir sind bald soweit. Unsold. Ja, da steht das Soul wieder dabei und dann ist es auch wieder ein Souls-like, oder? Sag auf Steam ansehen. Schwer Souls-like, ja. Gut, aber es muss ja nichts heißen, das haben wir ja eben gemerkt, ne? Unsold ist ein 2D-Action-RPG-Game requiring immense lateral control. Es ist ein ISO-Souls-like. Das kann man fast so nennen. Bis auf ein paar Sachen. Doch, sie haben es tatsächlich gut irgendwie umgesetzt. Es ist wirklich Souls-like, wenn auch nicht in der klassischen. Ist es? Third Person ist Souls-like. Dark Souls ist Third Person, oder? First Person wäre es, glaube ich, ein bisschen zu brutal. Nee, stimmt, du siehst ja die Rolle machen, das siehst du als First Person nicht. Und wenn du Rolle machst und hast eine First Person, wird es dir irgendwann kotzübel, weil du dauernd Saltos steigst. Nee, okay. So, das kostet normalerweise 17 Euro hier im Moment so viel wie im Bundle auch. Es ist nichts für mich. Und es ist für mich inzwischen noch eins von vielen, auch wenn ein paar Sachen interessant waren. Genau, Souls-like in First Person. Boah, diese Ausweichrollen, jedes Mal, uah, die Welt dreht sich. Jawohl, das wär's. Ja, stimmt, also Ausweichrollen gehen in First Person, glaube ich, überhaupt nicht. Oder gibt es ein Spiel, wo du das machen kannst? So, Produktdetails, Severed Steel. Irgendwie denke ich jedes Mal, das habe ich noch nicht. Und es sieht wirklich gut aus. Aber ich habe es natürlich schon. Ich habe es auch noch nie angespielt. Kann also wenig zu sagen. Für mich ist es jedes Mal neu. Kostet 20,99 € und ist schon einige Male gebundelt worden. Ist das ein. Ja, Parcours. Ich dachte, es wäre ein Rail. Es ist ein Parcours-Shooter. Ja, es sieht. Genau, einmal hätte ich es mir fast gekauft. Und ich glaube, du hast mir gesagt, das hast du schon. Irgendwie, oder? Ich glaube ja, irgendwas war da. Also Severed Steel, ja. Das Video macht einen total an und ich weiß nicht warum, aber ich habe es noch nicht angespielt und es ist mir wahrscheinlich auch viel zu schnell und ich habe es sowieso schon und ja. Ja, ist mit Sicherheit nicht schlecht. So, nächstes. Komm langsam wieder zur Ruhe. Boah, Hardware-Probleme und solche Sachen und dann, boah. Ja, das war, genau. Das war das Spiel, ja. Das war definitiv das Spiel. So, weil du hast dich da irgendwie erinnert, dass ich es schon mal gereviewt habe oder schon mal in einem Bundle drin hatte und so weiter. Oder es gab es irgendwo, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Gut. Das haben wir auf jeden Fall schon. Fighting Herds. Da fand ich auch irgendwie, ja genau, das ist halt von der Art und Weise her so dieses leicht lustige und. Trotzdem ist es halt eben so ein Kampfspiel, die kann ich nicht so furchtbar gut. Klar möchte ich die Mortal Kombat-Reihe so vollständig wie möglich haben, weil es einfach Pflicht ist, auch wenn ich es nicht kann. Aber sonst brauche ich da echt nichts mehr von. Gucken wir doch mal gerade auch sehr stark im Sale im Moment. Wir haben Sprachen, ist in dem Fall nicht so wichtig, aber wir haben da auch englische Unter- und Obertitel, genau. Ja. Sam's Fighting Herds. Das heißt also, wir haben sehr, sehr süße Herdentiere, die sich gegenseitig verprügeln, wer es mag. Grafik ist süß, ich muss mich nicht entscheiden, wie ihr den grünen Balken sehen könnt. Hab ich's schon. So, gut, weg damit. Und noch drei. Escape the Backrooms war
vor kurzem schon irgendwo und da habe ich es mir gekauft. Und ich glaube, das ist gut. Und es ist Horror. Und es ist Einzelspieler oder Mehrspieler. Mhm. Es hat sogar VR-Support, was für mich nicht wichtig ist. Außerdem, ich meine, Horrorspiele, will ich da einen VR-Support? Ich glaube, nein. So, aber sehr positiv, kostet 8,19 Euro normalerweise, 6,55 Euro. Die haben in dem Sale alles reduziert. Ich bin mir sicher, da ist nichts unreduziert geblieben oder kaum was. Wir haben ein Escape Room Horror irgendwas. Also ja, ist wahrscheinlich gar nicht mal schlecht. Ist auch sehr positiv bewertet und das als Early Access sollte schon was heißen. Nächstes. Kitaria Fables. Gucken wir doch mal. Sieht gut aus. Nicht schon wieder. Koop, Action, Rollenspiel, Landwirtschaftssimulation. Da kann ich mich an irgend so ein Ding mit Horror-Mutanten erinnern, wo man auch ab und zu mal Gemüse anbauen musste, was aber mit einer Farmsimulation oder Landwirtschaftssimulation wenig zu tun hatte. Das hatten wir mal angespielt. Das war ganz schön stressig und nicht so toll. Ja, und ich weiß nicht, kämpfe mit Schwert, Bogen und Zauberbuch gegen die Dunkelheit, die die Welt bedroht. Plündere, verliere auf der Suche nach Relikten und Ressourcen. Kümmere dich um deine Farm und baue dort eine eigene Vorräte an und stelle zusammen mit den Dorfbewohnern neue Ausrüstung her. Atomic Crops. Jawohl, das meinte ich. Oder war das richtig gut? Ich glaube, das war eher stressig und irgendwann auch richtig unfair und nichts für alte Männer wie mich. Ja. Wobei ich in letzter Zeit immer wieder darüber nachdenke, es ist schade, dass wir Epic Chef nur angespielt haben, weil das Ding hatte echt Potenzial und es hat mich auch bis zum Schluss nicht großartig was gestört. Glaube ich. Es war Team 17 und trotzdem glaube ich, dass es mir bis zum Schluss gefallen hat. Es reicht nicht ganz, um wirklich ein Let's Play zu machen, aber das Spiel ist mir als durchaus gut im Kopf geblieben. Ja, Kitaria Fables, haben wir Sprachen, haben wir. Warum ausgeglichen? Das gucke ich jetzt noch und sonst wird es vielleicht mein Spiel Nummer 3. Ja, das sind Outfits, die sind mir egal als DLCs, so. Weiß. Das ist einfach nicht gut. Dankeschön. Okay, ich habe es schon. Jawohl, dann brauche ich gar nicht mehr so sehr zu überlegen, aber scheinbar ist das Spiel einfach. Also die Meinung ist, ja, das ist schon, was es ist, aber es ist einfach nicht besonders gut. Noch hier. Läuft gut auf dem Stream Deck, aber. Warp-Points sind doof. Die meisten Warp-Punkte sind Einweg. Kein Run-Dash. Aha, das Schwert ist das einzige. Also ja, insgesamt so. Es ist langsam. Die Areas sind klein. Und du wirst dauernd durch Ladescreens egal, ich muss es jetzt nicht entscheiden. Also es hat seine Issues, wie man so schön sagt. Kostet normalerweise noch 20 Euro. Im Sale 7,99. Im Bundle noch weniger. Und für mich nichts, weil ich habe es schon. Danke für den Hinweis. Es war echt knapp. So, dann kommen wir zum letzten. Flappy Quest habe ich auch schon, das weiß ich. Haben wir das angespielt? Es kommt mir sehr bekannt vor. Wir haben es schon auf jeden Fall schon mal gebundelt. Und wir haben es auch schon mal reviewed. Ja, weißt du, wenn man den Überblick nicht mehr hat. Was ist. Ja, kannst du mir das richtig zeigen? Was soll denn das jetzt? Geh weg. Nee, komm, mach mal. Gib mir Gameplay. Weißt du's? Haben wir es. Mir kommt da fünf. Ich mach mal den anderen Trailer. Vielleicht ist der ein bisschen weniger. Von hier aus auch mit Sound. Habe ich nie gesehen. Also ich meine, es geht ja nicht um mich, das habe ich schon, wie gesagt. Was?
Ich habe das nicht verstanden. So. Hacklin, ja, das ist was anderes. Genau, nee. Wir haben aber Plebby Quest auf jeden Fall mal in einem Bundle gehabt. Aber Frage ist, haben wir es angespielt? Haben wir nicht, ne? Flipper. Ach, Flipper, das F, ja. Herr Tipper, sehe ich immer drüber hinweg, aber wenn ich es dann nicht mehr verstehe, aber Lipper, klar, kann ja Flipper nehmen. Nee, genau. Nee, Plebby Quest ist irgendwas, ja, Strategie, Rollenspiel. Wie gesagt, ich muss es nicht entscheiden, ich hab's schon. Es ist auch hier im Sale fast so günstig wie in dem Bundle. Hm? Jetzt muss ich aber gucken, was ich jetzt als drittes für mich mir schnapp. Ne? Guitar Fables war das, was ich hatte. Und Sold wollte ich nicht. War das Souls-like. Camp Canyonwood hab ich mir sowieso schon, oder? Schauen wir doch mal. Ja, genau. Bei 2 würde ich so viel bezahlen. Und bei 3, ja genau. Oh, die Scratch-Card. Ja, dafür habe ich mich nicht mehr. Super. Toll, ich hätte echt warten sollen mit dem Kaufen. Egal, so, gucken wir doch mal. Was haben wir? All World brauche ich auch nicht mehr. Floppy Nights hat mir gefallen. Wir schnappen uns Floppy Nights und schon sind wir nicht mehr qualifiziert. Floppy Nights hatten wir nicht. Nein. So, jetzt lass mal schauen. Jetzt ist es auf einen Schlag nicht mehr qualifiziert. Na super. Nimm einfach 5. Du, und weißt du, was ich jetzt mache? Probier das tatsächlich. Tyrant's Blessing. War das das, was mir noch halbwegs gefallen hat? Ja, komm, zack. Dann machen wir das, ne? Hinzufügen. Und Garden Story. Und zack, sind wir bei 14,99 und qualifiziert. Ja. Aber wir kaufen das natürlich nicht jetzt, weil das ist natürlich mein privates. Aber ja, ich mache hier mal. Ja. Trotz allem, was soll ich sagen? Ja, Platinum Bundle war vielleicht doch besser, als ich eigentlich gedacht habe. Ich dachte, es wäre nichts für mich dabei, außer den Sachen, die ich schon habe. Einen hast du nicht gesagt? Was hast du denn bekommen? Ein Steam Deck. Nein. Ja? Sag es mir! Hast du es mir, glaube ich, noch nicht gesagt? Nein. Es ist die Spannung groß. Entschuldigung, ihr seht das ja jetzt nicht, ne? Aber der Revenger hat Autonauts versus Pirate Bots bekommen. Der Nachfolger von Autobots. Ein Curve Game. Wir dachten, wir kämen dieses Mal dran vorbei. Bin mal gespannt, was ich krieg, ne? Aber das machen wir dann anders. Ich würde sagen, an der Stelle breche ich mal für die Zuschauer bei YouTube ab, weil ich denke mal, Review für das die Platinum Collection, ich weiß auch nicht genau, wann das Video kommt. Das, ja, weil, wie gesagt, morgen kommt ja for free. Ja, das jetzt hier zu sagen für die YouTube-Zuschauer macht gar keinen Sinn, weil ihr wisst, wann das Video kommt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hör mal mit der Aufnahme auf und kümmere mich um die nächsten Bundles, die wir jetzt heute noch zu machen haben. Und ich hoffe mal, es gibt keine weiteren Pannen. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's auf jeden Fall gut. Und beim nächsten Mal mit besserer Kamera. Ciao.